sehr viele Handlungsstränge, es gibt sehr viel Vorgeschichte. Wir haben einen sehr, sehr, sehr brutalen Handlungsstrang mit Piraten, Verbrechern, mit erzwungener Liebe. Und dann gibt es einen sehr, eigentlich sehr traditionell barocken Handlungsstrang mit Hirten und arkadischer Landschaft und so pubertären Liebesgeplänkel à la Daphnis und Chloe. Und das verbindet sich im Stück ganz seltsam.